Trotzdem, das ist einfach nur krank. Marcus, ein neuer Follower hat das hier geschickt. Eine kleine Fortsetzung zu Home CEO. Das glaubst du nicht. Ich war auf dem Laufband und da kommt dieser angepisst aussehende Typ mit Trainer und schubst mich runter. Der Arsch kam mir bekannt vor, also habe ich rumgefragt. Es war Stephen Bader, der Chef von Home. Warten, bis man dran ist, können so reiche Säcke wie der offenbar nicht. Was? Nochmal? Was haltet ihr davon, ein hübsches Pannenvideo mit Homes Geschäftsführer beim Training zu drehen? Stephen Bader? Ich würde diesem eingebildeten Arsch gern noch eins auswischen. Wieso gerade beim Training? Spanner Steve ist gerade im Fitnessstudio. Schnall dich an und genieß die Show, mein Freund. Oh, der Weihnachtsmann kommt früh dieses Jahr. Echt? Keine Ahnung. So, von dem einen Garten in den anderen Garten. Die Mädels und Jungs da beim Sport gestört. Und jetzt den Typen an seiner Kinderpornografie gehindert. Das geht nämlich gar nicht. Ich sehe das genauso, also ich würde den Typen am liebsten durch die Kamera erwürgen. Wie Makis es gerade gesagt hat. Null Toleranz für sowas. So, aber jetzt mal davon weg. Wir sollten... nochmal was ausspionieren. Und zwar... war es das hier? Beim Training dann? Ist das richtig? Bin mir jetzt nicht sicher, ob es richtig ist, aber ich gehe mal davon aus. Ich finde es allerdings echt blöd gemacht, dass man eine gewisse Anzahl Nebenmissionen machen muss. Ich habe nur mein Auto aus der Garage geholt. So, ich finde es ein bisschen blöd gemacht. Das ist ja bei GTA Gott sei Dank nicht so, dass man eine gewisse Anzahl an Nebenmissionen machen muss, bevor überhaupt wieder Hauptmissionen freigeschaltet werden. Man wird echt gezwungen, etwas zu spielen, was man erst nach der Hauptgeschichte eigentlich hätte spielen wollen oder können oder müssen. Weißt du, man wird quasi dazu gezwungen, neben der Hauptgeschichte die noch die ganzen Nebensachen mitzunehmen. Finde ich ein bisschen suboptimal, aber... gut, die haben sich für diesen Spielfluss und Spielstil entschieden. Damit werde ich jetzt leben. Aber gut finde ich den jetzt nicht. Ich finde es tatsächlich besser, wenn ich selber bestimmen kann, wann ich was mache und nicht gezwungen bin, halt Nebenmissionen zu machen, damit mir eine Hauptmission freigeschaltet wird. Kann man besser gestalten. Siehe GTA. Im Zweifel immer nach rechts abbiegen lassen die Autos. Wenn man drauf zufährt, fahren die genau nach links da an den Rand. Und zwar so. Ja. Und unterwegs fahren sie dann. Krass, aber die haben an das Detail gedacht, wenn die Motorhaube wegfliegt, dass der Motor lauter wird. Ist ja nicht mehr so gedämpft. Das habt ihr das mitbekommen? Ansonsten spulen wir mal kurz zurück. So, jetzt müssen wir nur noch über die Brücke und die nächsten 2 Kilometer durch die Stadt fahren. Und dann haben wir's. Wir fahren jetzt einfach mal auf der gegengesetzten Fahrbahn. Die weichen uns auf jeden Fall aus, das ist schon mal toll. Der eine langsamer, der andere schneller. Und wer uns nicht ausweicht, hat halt Pech. Ganz einfach. So wie dieser LKW-Fahrer. Ups, das war ich nicht. Ich wollte doch eigentlich links und biegt rechts ab, weißt du? Weil wir ihn gehackt haben. Das ist doch so geil. So, schnappen wir uns mal das nächste Auto. Sieht alles in Golf ähnlich, ne? Also ich finde, das sieht in Golf
3 ähnlich oder 2. Wobei, ne, 2 kommt, ja doch, Golf 2, Golf 3, so ein bisschen. So sieht der ähnlich. Aber die dürfen ja natürlich keine Originalmarken in so Spiele einbauen. Leider manchmal. Darum habe ich ja zum Beispiel bei GTA mir die Mods reingehauen, die halt sowas machen. Ne? Hui, einmal schön springen. Mit durch die Stadt am Rasen. Hier mit 100 Piependeckel. Über 100 km/h, schätze ich mal. Wird jetzt hier gerade drauf haben. Und wir haben ja auch nur noch 600 Meter bis zum nächsten. Ich meine, das. Brauchen Sie Hilfe? Nö, ich nicht. Ich hoffe, du brauchst Hilfe. Denn ich lasse dich einfach mal am Rand stehen. Ja, das ist aber auch so eine Sache, ne? Ich kann jetzt hier in Watch Dogs 2 im Vergleich zum ersten Teil auch Autos hacken. Und die steuern mit Beschleunigung, Bremsen, rechts, links. Das könnte auch auf uns zukommen. In Zukunft, also möglich ist es. Aber ob es im Endeffekt gemacht wird, ist eine andere Sache. So, wir schauen uns mal das hier an, ganz kurz. So, was haben wir denn hier für einen Verbrecher? Ist das jetzt der, der gerade, über den gerade gesprochen wurde? Ja, beim Training, genau. Okay, da ist unser CEO. Ich hoffe, das Workout, das er kriegt, gefällt ihm. Los, hau ihn von den Socken. So, gehen wir erstmal näher ran. Cardio-Tag. Ein paar Mal schön die Geschwindigkeit erhöhen und dann Livestream. Mann, ist alles okay? Es war jetzt kurz, aber cool. Es war okay. Alles mitgekriegt? Genau. Markus. Das war das Schönste, das ich heute miterleben durfte. Ich schicke das Video raus. Der bloße Anblick eines Idioten, der vom Laufband fliegt, könnte der Welt Frieden bringen. Seit wann stehst du auf Frieden? Also rein metaphorisch gesprochen. So, da oben können wir auch was schön antackern. Das ist jetzt auch hier um die Ecke. Da dachte ich, da gehe ich jetzt auch nochmal schnell hin. Und wir haben ja sehr wahrscheinlich immer noch keine Hauptmission. Dafür haben wir wieder einiges an Follower dazu gewonnen. So. So, steht egal, wer es war. Ich fahre da mal eben rein. Ich bin der Hausmeister. So, einmal schnell durch. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Die Idee mit dem kleinen Dingen hier ist gut, aber sie ist auch noch nicht perfekt umgesetzt. Habe ich schon mal besser gesehen in einem Spiel, das möchte ich jetzt hier aber nicht nennen. Nur 07 Golden Eye, glaube ich. Oder was, liebes Grüße aus Moskau? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, da war es ein bisschen besser umgesetzt. So, da vorne haben wir Person X. Aktivieren wir noch mal ganz kurz. So, wir haben jetzt zwar Dingen da manipuliert und aktiviert, aber die Frage ist, welche Tür war das jetzt? Welche Tür haben wir denn jetzt hier manipuliert? Verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Von denen schon mal keinen, ja, und die ist ja eh offen. Hm.
Ich meine, wir haben es manipuliert, ja. Noch höher. Ah, der Jumper ist jetzt nicht so wichtig, wenn er zerstört ist. Wow. Alter, der springt dann mal mit dem Hechtsprung runter. Wie krank ist der denn? Ah, okay, guck mal da. Ich wollte eigentlich das Ding hier runterbringen. Den Kran. Aber gut. Den müssen wir jetzt nochmal gleich hoch. Komplett hoch. Also da können wir definitiv nicht einfach so runterspringen. Da wären wir, glaube ich, ein bisschen platt wie eine Flunder, wenn wir unten ankommen. Aber was tut man nicht alles, um wieder ein paar Graffitis hier durch die Stadt zu verteilen, um weiterzukommen in der Hauptgeschichte. Vorausgesetzt, wir kommen jetzt mal langsam weiter in der Hauptgeschichte. Mensch, pass doch auf. Oder ich mache da einfach irgendwas grundsätzlich falsch, dass man gar keine Nebenquests machen muss. Kann natürlich auch sein, aber im Zweifel für den Angeklagten, ne? So. Gucken wir mal, wo das gute Stück denn hier ist zum Tapezieren. Oh Mann. Alter Schwede. So, dann tapezieren wir mal die Hauswand schön hier. Ist das hoch, ey. Ja, dann schmeißen wir mal den Eimer runter. Hoffentlich kriegt den keiner auf den Kopf. Dann gehen wir mal wieder runter hier vorsichtig. Hier vor allem vorsichtig, weißt du? Und der springt einfach mal so mit so einem kleinen Hechtsprung rüber. Die Scheiße wird ernst, was? Ah, das reicht ja schon. Also, ja, ich würde sagen, Darmkrebs hast du. Also die Frau hat ihre Dings genudelt, also gegoogelt, ihre Symptome. Und sagte gerade, entweder hat sie Darmkrebs oder Hämorrhoiden. Ich würde sagen, sie hat Darmkrebs. Ich bin ja hier Dr. Paluso. Weiß ja jeder. So. Was haben wir da für den nehmen, OP? Ja. Welche ist denn jetzt hier näher noch? Eine oder zwei würde ich ganz gerne noch machen. Also Nebenmission. Und dann ist aber wirklich Sense für heute. So, die Musik erstmal aus. Erstmal $565 von ihm geklaut. Jetzt haben wir wieder 101.000 Dollar. So. Wo fahren wir denn mal hier in die Gasse? Guten Tag. Alles klar. Alles klar. Ist klar. Die ziehen sofort die Waffe. Die sind nicht noch abgelenkt wie die anderen von ihrem Handy. Nein, die ziehen sofort die Waffe. Wo bin ich denn jetzt hier? Achso, ich bin oberhalb davon. Dann machen wir das doch anders. Wenn ich doch oberhalb bin. Ich habe ein Snipergewehr, meine Lieben.
So, die lenken wir jetzt alle drei schön ab. Ziehen unser Sniper-Gewehr voraus. Okay, das war auch nicht so gut, aber es war schon mal eine andere Idee. Wollte doch jetzt mit dem hier. Ja, ich verwechsel immer Zielfernrohr mit Dings. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere öffentliche Zielpersonen befinden. Wir sind vor Ort. Wir haben den Verdächtigen entdeckt. Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Bringt aufgelegt! Hauptsache, der wirft eine Granate. Oh, okay. Na gut, okay. Okay, ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Habe ich nicht anders erwartet jetzt. Aber Hauptsache, der wirft eine Granate, ne? Anstatt der irgendwie eine Dings wirft hier, eine, wie sagt man? Wieso? Achso, die Taste ist das ja. Wie sagt man denn? Statt er eine Rauchgranate wirft, nein, der wirft sofort das harte Zeug. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, die drei sind ja immer noch ausgeschaltet. Auch wenn wir gestorben sind. Wir haben jetzt Zugriff. Ha! Perfekt. Dann gucken wir doch mal, auf was wir jetzt Zugriff haben. CTOS, war da gerade ein Mikrofon drin? Warnung, Fremdzugriff entdeckt. Hey, hat hier einer ein Kryptogramm rumliegen sehen? Ich frage für einen Freund. Interessante Strategie. Er fragt für einen Freund und da kommt wieder ein Leck zustande. Toll. Primate soll das Kryptogramm für die Cops knacken. Was nur wieder zeigt, dass die Cops keine Ahnung haben, was sie tun. Das darf Primate auf keinen Fall schaffen. Ich finde raus, was sie wissen. Viel kann's nicht sein. Okay. Leute, jetzt mal eins nach dem anderen. Ich brauche noch das Kryptogramm. So, habe ich. Noch irgendwas hacken? Silber, okay, T-Bone, bitte sehr. Ach, Scheiße. Kommt mir bekannt vor. Kannst du es lösen? Nicht aus dem Stegreif. Das braucht etwas Zeit. Vielleicht weiß Primate was, was wir nicht wissen. Ah, schade. Schon die Verbindung unterbrochen. Aber wir hatten Zugriff. Klar, ich berühre das Tor ganz leicht und fällt schon auseinander. War da irgendwie Termit dran oder so? Das ist dann jetzt die letzte Mission, die wir machen für diese Aufnahmesession. Und dann ist Sense für heute. Und dann geht es erst in der nächsten Aufnahme wieder weiter. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an, das ganze Spielchen da vorne. Sieht aus wie ein Koffer mit einem Männchen drin, der abhaut oder was. Irgendwie versteckmäßig, keine Ahnung. Mir, ja. Ich hoffe dir auch. Nachdem dein Auto einfach losgefahren ist. Ohne irgendwas davon zu sagen, dass es losfährt. Entschuldigung. Du brauchst einen Kammerjäger? Yep, ganz richtig. Zuerst dachte ich, die Typen machen irgendwie so schräge Kunst, aber die führen da definitiv was im Schilde. Scheint so. Sind die Kerle noch da draußen? Vor ein paar Minuten waren sie es noch. Schwer zu übersehen. Achte auf die Ohren. Danke für den Tipp. Hey, ich gehöre jetzt zu euch. Kriege ich dafür jetzt auch was? Hast du einen Spitznamen? Snickerdoodle. Echt jetzt? Nein, sondern Facefuck.
Okay, Moment. Echt jetzt? Nein, Snickerdoodle war schon richtig. Aber nenn mich Snick. Lange Geschichte. Frag nicht. Facefuck? Snickerdoodle? Okay. Läuft bei euch. Ah, wir sollen drei Leute hacken mit Rattenmasken. Sind die denn hier auch im Umkreis? Ja, die sind auch hier im Umkreis. Dann sollte das ja kein Problem sein, denke ich mal. Fuck, an deren Stelle möchte ich nicht sein. Das sieht mir ja hier eigentlich schon relativ easy aus. Was zum Teufel? Ist das ein Parkhaus? Wenn ja, dann fahren wir da hoch und schnappen uns den ersten Rattenmenschen. Wenn nein, dann klettern wir hier über das Auto. Dann klettern wir hier über das Auto. Soll ich weglaufen? Oder über das Auto. Oh, wieso kann ich denn jetzt da nicht... What the fuck? Ich wollte eigentlich gar nicht sterben jetzt. Okay, den ersten haben wir gehackt. Das ging ja schneller. Das ging schneller als gedacht. Oh, die Polizei fährt gegen den Baum. Und gegen... Was ist das? Den Wasserhydranten? Tja, liebe Polizei. Aber müsst ihr wohl den Wasserhydranten ersetzen und euer Fahrzeug erstmal schön in die Reparatur bringen, ne? Ich find's krass, dass das einfach mal fährt. So, die dicken Konten hier nochmal leer geräumt. Waren jetzt mal eben 12.000 ja, Dollar für nicht nix tun. Ja, sie hat von ihrem Wohnheim aus Schüsse gehört. Das hat sie mir erzählt. Sie wusste nicht mal, dass es ein Gang-Treffpunkt war. Ich weiß. Ich meine, wie kann man sowas nicht wissen? Yep, Rattenmaske. Rattenmasken? Sie kennen eure Geheimnisse. Lasst eure Zielperson das Formular vollständig ausfüllen, bevor ihr sie zum Silo-Gebäude zurückbringt. Okay. Das ist noch von Default, ne? Anonymität ist tot. Okay, das heißt, dass man, glaube ich, die Masken noch von Default, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, er versucht wieder Leute zu rekrutieren und versucht sich wieder aufzubauen, wa? So würde ich jetzt das einfach mal schätzen. Aber ob das tatsächlich so ist... Alles weitere sehen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt nur noch einmal hier aus dem Kreis und dann ist auch die Aufnahmesession für beendet erklärt. Und ich habe was über die Ordinate Academy. Ray, ich glaube nicht, dass die mit Default in Verbindung stehen. Die borgen sich nur seine Bilder, seit er verschwunden ist. Du weißt doch nicht zufällig was darüber, oder? No, absolut nichts. Aha. Sieht aus, als würden die Typen erst eine Runde Follower rekrutieren, dann so viele private Daten wie möglich über sie sammeln und am Ende veröffentlichen sie alles. Als Beispiel für Leute, die frei von Geheimnissen sind. Ja, nur dass dieser Jeder ist ein offenes Buch Scheiß nicht so gut kommt, wenn man nur eine Handvoll Leute bloßstellt. Wir sollten lieber Silicon Valley ins Visier nehmen. Ich muss schon sagen, die Forts Maske passt perfekt zu diesen Idioten. Ich muss rausfinden, wo die sich treffen. Angeblich haben die eine Location beim Stadion südlich der Brücke. Eine Art Gebäude mit Silos. Josh? Das fragst du mich? Du hast es schon gefunden, oder? Ja, ich habe einen Treffer. Ich schicke dir zu. Danke. Jo, er hat einen Treffer. Gucken wir uns das mal eben schnell auf der Karte an. Ah, da unten. Ja gut, aber das werden wir definitiv in der nächsten Aufnahmesession machen. Wir werden jetzt die Aufnahmesession beenden und da...
will das hacken. So, geht auch. So, ich wollte eigentlich nur die Kohle von ihr hacken. So, wir fahren dann mal hier so ein und parken hier so am Rand oder so. Keine Ahnung. Mach mal Platz da. Mach mal Platz. Ich will hier parken. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession zu Watch Dogs 2, meine lieben Freunde. Die Wahl Ende des Monats wird mit großer Spannung erwartet. Trotz interessanter neuer Herausforderer deutet alles auf einen klaren Sieg für den Abgeordneten Mark Thrush. Ja. Online-Umfragen zufolge wird er seinen Sitz halten. Mit großem Vorsprung. Also nochmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Watch Dogs 2, meine lieben Freunde. Bis dahin, euer Palooza LP. Gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frivol. Und ja, das war ein bisschen vorzeitig die Taste gedrückt. Gotta catch 'em all sozusagen. Bis dahin, zur nächsten Aufnahmesession. Tschüss.